Do you feel the pulse? Moin Moin Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft LP. Ja, in der letzten Folge haben wir den doppelten Boden schon mal für die zweite Etage gemacht, weil wir ja da Lava-Spots wieder hinbauen wollen. Und heute habe ich mir jetzt einfach mal überlegt, lass uns doch das Dach jetzt mal langsam bauen. Ich meine, wir sind ja noch immer irgendwie ohne gescheites Dach, sag ich mal. Ich sag mal so, wenn wir uns das mal angucken. Also, momentan haben wir noch so ein Flachdach. Das könnte sich mal langsam ändern. Ich hoffe mal, ihr seht das jetzt auch, weil OBS meckert ja am Anfang der Folge wieder. Muss ich jetzt mal gestehen. Ist mal wieder so. Leider. Dauert jetzt ja 3 Minuten, bis der sich einkriegen tut. Naja, derzeit kann man ja schon ein bisschen Zeug mal verkauen, auch wenn wir irgendwie nicht viel Minute haben, was wir hier machen können, so richtig. Ja gut. Ist immer so eine Sache. Alles klar. Was wollen wir denn machen? Beziehungsweise, wie wollen wir das Dach denn bauen? Sandstone fände ich jetzt ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, weil das ganze Haus ist irgendwie schon so aus Sandstone. Holz passt irgendwie auch nicht so. Ich weiß nicht, Cobblestone? Cobblestone eventuell. Was gibt's denn alles so für Stairs? Nicht so viel. Mal ganz kurz hier im Table, dass es da so an Auswahlmöglichkeit gibt. Also es gibt Quarz. Quarz sieht, glaube ich, scheiße aus. Ja, Holz. Na gut, Netherbrick passt überhaupt nicht. Sandstone will ich nicht. Bleibt eigentlich bloß Cobblestone. Oder Stone Brick. Aber ich würde eher auf Cobblestone tendieren. Das sieht irgendwie besser aus, weiß ich nicht. Ja, nee. Ich denke, wir machen aus Cobblestone. Man könnte natürlich auch aus Bricks das Ganze machen. Also aus richtigen Bricks. Nur ich glaube, wir haben gar keinen Clay, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir das so gut wie gar nicht haben. Und demnach ist Brick, glaube ich, keine Option. Nee, haben wir nicht. Sorry. Ist nicht machbar. Ja, dann lass uns doch einfach mal mit Cobblestone ein bisschen rumeiern hier. Ja, genau. Dann machen wir das doch mal. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall ganz viel davon craften, weil wir jetzt auch einfach viel brauchen. Wir haben schließlich ein großes Haus, da muss ordentlich was her, sagen wir mal. Ist halt so. Wir haben noch Stairs, die kann ich mitnehmen. So. Mal gucken, wie weit das jetzt langt. Ich sehe nämlich schon, so mega viel haben wir nämlich gar nicht an Cobblestone. Ich glaube, da muss ich bald mal langsam mal wieder einen U-Bahn-Schacht ausheben. Oder so. Das machen wir natürlich in der Timelapse. Aber, ja, 2 Stacks haben wir jetzt noch über. Die behalte ich mal auch erstmal noch. In der Hoffnung, das reicht jetzt hier, aber wir haben halt großes Haus. Na, wir gucken mal. Ich gehe jetzt erstmal schlafen und dann werden wir mal gucken, wie das jetzt dann gleich aussieht. Da oben. Brauchen vielleicht noch ein bisschen Erde. Das wäre vielleicht ganz so gut. Das nehme ich mal noch mit. Und dann, ja. Da wurde ich wohl gerade genervt, glaube ich. Ja. Passiert. Jetzt machen wir weiter. Gut, ich brauche jetzt mal wieder eine Treppe. Das war hochkommen. Warum ich die jetzt letzte Folge wieso machen wir das eigentlich auf Sandstone? Habe ich dafür nicht die Erde gerade mitgenommen? Und wieso habe ich eigentlich nur 1 Deck mitgenommen? Das kann mir, glaube ich, gerade keiner erklären. Keine Ahnung. Ja. So. Okay. Mit A am Ende. Hi, Fledermaus. Ja, hier geht's nicht durch. Hier ist ein Fenster. Verstehst du nicht?
Hier ist Fenster, hier kommst du nicht durch. Nein, ganz vergessen. Ja, ich höre auf. Ist ja schon gut. Ist ja, regt euch nicht auf. Ist ja schon gut. Ich höre ja auf hier. Ich mache manchmal so eine Scheiße. So und so, genau. Dann haben wir jetzt auch eine Treppe. Das war hochkommen. Gut. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie wir das denn jetzt am besten bauen. Ja, eigentlich ist klar, wie wir was bauen. So, wir müssen jetzt erstmal ein paar schöne Erdschichten hier hin zwiebeln, sag ich mal. Ich wollte jetzt nicht hinbauen sagen, weil ich das immer sage, deswegen habe ich es einfach mal hin zwiebeln gesagt. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Denk mal, da werden wir jetzt auch Folgen für benötigen. Also ich denke, der nächste bestimmt noch, bis wir das fertig haben hier. Ja. Genau. Ist halt immer alles ein bisschen Arbeit, so ein Dach zu bauen. Gerade in der Aufnahme dauert das dann meistens ein bisschen länger. Meine Erde reicht aus. Ist ja nur vor allem auch nicht jetzt nicht das allersimpelste Dach, sag ich mal, weil es auch einfach ein großflächiges Dach ist. Das macht sich halt auch einfach gleich bemerkbar. Und großflächige Dächer fressen in der Regel auch viel Stein. Treppen. Sag ich mal. So, einmal so noch. So, dann dürfen wir gleich einmal ums ganze Haus drumrum rennen. Um die Erde dann wieder einzusammeln. Nachdem wir den Cobblestone gesetzt haben. Aber ich glaube, die Erde reicht nicht aus. Ja, fail. Ja, sie reicht nicht ganz aus. Ich hole mal schon noch schnell ein Stack. Dazu haben wir die Erde ja. Er ist halt irgendwie die Erdtreppe, kann das sein? Ich versuch's mal erstmal mit der Erdtreppe zu machen, dann. Machen wir erstmal aus Sandstone. Ich weiß nicht, reicht das? Ah, könnte eng werden. Nee, das reicht nicht. Nee, reicht nicht. Okay. Alles klar. Dann belassen wir es mal mit Erde. Ich will dafür kein Sandstone irgendwie nehmen. Oh. Da war Minecraft gerade ein bisschen laggy. Na gut. Alles klar, dann hole ich noch ein Stack Erde mal schnell. Und dann wird das halt hoffentlich mal ausreichen. Endlich mal. Ja, OBS hat sich noch nicht so ganz eingekriegt tatsächlich. Also so ein bisschen meckert er hier noch zwischendurch mal, aber es geht schon zurück. Also ich denke mal, das Schlimmste ist überstanden. Ich denke mal, das größte Problem habt ihr, denke ich mal, grundsätzlich zum Beginn der Aufnahme. Das ist, glaube ich, am schlimmsten, aber ansonsten, naja, geht es eigentlich. Zumindest sollte es gehen. Wie das natürlich jetzt genau ist, weiß ich nicht. So. Genau, jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Ja, dann werden wir da jetzt die Steintreppen ganz leicht setzen können, weil es halt einfach jetzt leichter ist, sag ich mal. Deswegen habe ich das auch gerade gemacht. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wollen wir die Ecken auch so machen? Ich spiele mal ganz kurz ein bisschen mit ein paar Deko-Elementen. Die Ecken kann man anders machen. Die Ecken können so ein bisschen hervorstehen, irgendwie. Das muss kein reines Cobblestone-Dach irgendwie sein. Ein bisschen mit Sandstone verzieren kann man ja, denke ich, auch, oder? Das ist ja nun nicht verboten. Haben wir irgendwo noch Sandstone über? Oder muss ich jetzt craften? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben allen Sandstone aufgebraucht. Dann machen wir mal schnell welchen. Gut, ich habe hier noch 44 so in der Hand. Ja gut.
Aber das ist nicht alles. Also das wird wahrscheinlich nicht ganz ausreichen. Deswegen machen wir mal eins kurz so und so. Dann haben wir noch ein paar Sandstone Stairs. Das könnte gut aussehen. Wenn man das vielleicht so ein bisschen die Ecken wieder quasi schön macht. Das Ganze würde halt hier sein. Dann machen wir so einen einfach hin. Aber ich stelle mir vor, das könnte gut aussehen. Aber das werden wir dann sehen, wie es dann wirklich ist. Sag ich mal. Gut. Dann geht es jetzt weiter. So mega viele Ecken haben wir ja nun wirklich nicht. Also deswegen werden wir davon auch nicht so viel brauchen. Hier brauchen wir nur wieder. Ansonsten brauchen wir trotzdem den Cobblestone. Huch. Ach Mann, es ist zum Kotzen ja manchmal. Will hier schnell setzen, aber manchmal will das alles nicht so. Leider. Huch. So, so, so und so. Dann machen wir so noch. Huch. Na, los, jetzt. Mach doch mal so und so, 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 so. Jetzt funktioniert unsere Erdtreppe nicht mehr. Das ist natürlich nicht so schön. Aber da kann man nichts machen. So, das hätten wir dann schon mal. Dann müssen wir jetzt mit der Schaufel ein bisschen als Zweck machen hier. Dann dürfen wir einmal ums Haus drum rumrennen. So. Und so noch. Genau. Ist halt auch alles recht chillig. Oh. Böse Erde. Ganz böse Erde. Einfach die Tür betätigt. Das finde ich ja jetzt mal gar nicht schön. Oh, jetzt klingelt das Telefon. Warum, wenn ich aufnehme, ey? Ah ja, ist mir jetzt. Danke, Telefon. Hast du wirklich sehr schön gemacht gerade. Ach Mann, ey. Jetzt muss ich das irgendwie mit meinem Gelaber übertönen. Das liebe ich ja nur so richtig. Ist vorbei. Gut, okay. Ich habe keine Lust, während der Aufnahme daran zu gehen, deswegen jetzt extra einen Cut zu machen. Reicht schon, dass ein Cut in der Aufnahme ist, dann müssen wir ja nur nicht noch mehr Cuts provozieren, oder? Beziehungsweise noch künstlich Cuts noch einlegen. Aber so ist das halt. Ist immer eine Aufnahme. Das ist halt Agent Luck, sag ich mal. So ist das nun mal. Ja. Oh, ey. Ist jetzt mal gut. Ist jetzt mal. Ey, Telefon, ist jetzt mal gut. Es reicht jetzt. Kannst du aufhören, wirklich. Ey. Hallo, Fresse da hinten. Mann, ich nehme auf. Checkst du das nicht? Ja gut, es ist nur ein Telefon. Woher soll das Telefon das auch wissen? Ist ja auch bloß ein Gerät irgendwie. Aber trotzdem. Warum der Scheiß nerven muss, wenn ich aufnehme, finde ich alles nicht so schön, aber naja. Wäre jetzt auch schön, wenn jetzt auch mal Ruhe wäre. Also, wenn es jetzt nicht noch ein drittes Mal klingelt. Also, manchmal checken die Leute das einfach wirklich nicht, wenn du den einfach nicht rangehen willst. Ja, es ist manchmal wirklich. Aber ich habe jetzt keine Lust, einen Cut zu machen, wie gesagt. Einer reicht. Naja. Alles klar, jetzt scheint wohl Ruhe zu sein. Ich wünschte, ich hätte das jetzt nicht gesagt, weil gleich düdelt der Scheiß bestimmt wieder. Aber naja.
So, ist auch gleich Nacht, das heißt, wir können pennen gehen gleich mal. So. Genau. Da so noch. So. Ja. Kommst mal ran irgendwann, jetzt kommt er ran. So, jetzt müssen wir alles abgebaut haben, oder? Sehr schön. Und zack. Der hat jetzt gesessen, so richtig. Okay. Nehmen wir mal alles wieder mit hier. Oh, durch Schweinegehege auch noch durch. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja schlimm. Wow, wow, wow. Bleibst du drinne? Ey. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Dann machen wir so. Nehmen wir noch ein paar Eier mit. Ich kann's halt. So, 8 Eier. Ist noch ein 9. hier zufällig? Das hätte gerade eins gesehen. Okay, ein Babyhuhn haben wir schon mal. Noch ein 2. und sogar noch ein 3. Neues Essen. Geil. Naja, alles klar. Erde, gib sie mir. So und so. Genau. Alles klar. Dann gucken wir mal auf der anderen Seite noch nach Erde und dann. Nebenbei können wir mal auch ganz kurz pennen gehen. Dann können wir schon mal die nächste Ebene bauen. Die nächsten Ebenen werden dann nicht mehr ganz so anstrengend, sag ich mal. Also die nächste ist sehr leicht, weil wir da keine Erde setzen müssen. Ja, und dann ein bisschen, sagen wir mal so. Aber ich finde, mit Erde setzt es sich einfach leichter. Dann ist ein bisschen Stress weniger. Würde ich jetzt mal so sagen. So, oh, ein Zombie. Zack. Der Zombie ist RIP. Na gut, alles klar. So, jetzt komme ich hier nicht raus. Das ist natürlich richtig schön. Jetzt komme ich raus. Ich wollte gerade sagen, mir fehlt ja noch Erde, aber wir haben ja auch noch ein bisschen was für die Treppe verbaut. Von daher, ja, passt das schon. Aber ich glaube, irgendwas fehlt. Ein bisschen Erde fehlt, glaube ich, immer noch. Keine Ahnung. Ist auch egal. Ist nur Erde und Erde ist jetzt, warte mal, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Es fehlen 6 Erde. Gute Frage. Wo die sind die jetzt schon wieder? Scheiß Erde immer. So. Dann wollen wir mal gucken. So, einmal so. Zu weit. Genau. Machen wir so. Zu weit. Mann. So und so. Bin ich eigentlich bescheuert? Irgendwie. Wie heißt es so schön? Bei Dacharbeiten soll man vorsichtig sein. Nur ich bin's irgendwie nicht. Irgendwie. Und wieder hoch. Ja, geil. So. Zack, 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 zack. Genau. Jetzt sind wir mal ein bisschen vorsichtiger hier. Mann. Ja, so und weiter.
Ach so und so und immer weiter, immer weiter, immer weiter. So noch. Und dann haben wir es auch gleich. Zumindest die Ebene. Ja, natürlich noch tausend andere irgendwie. Gefühlt. So muss man es ja sagen. Weil ich glaube, tausend sind es nicht ganz. Also. Gut, jetzt können wir hier wieder eine schöne Erdschicht setzen. Und dann nehmen wir die nächste mit. So. Oh. So. Immer so weiter. Zack, 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 zack. Bitte nicht krepieren beim Sprechen. Zunge. Wäre schön, wenn du lebst. Brauch dich noch. So, genau, und weiter geht's. So. Genau. Machen wir so noch. Na, wie sieht das so jetzt ungefähr aus? Ja, es sieht auf jeden Fall schon mal spannender aus als so ein doofes, reines Cobblestone-Dach irgendwie. Also, da kann man auf jeden Fall schon mal was mit anfangen. Sag ich mal. Ja, wir machen so ein Rundumdach. Habe ich jetzt beschlossen. Man hätte natürlich auch ein Schrägdach machen können, aber wegen dem Schrägdach, das hatten wir doch in Staffel 1 erst gehabt, diese Schrägdächer. Muss man jetzt mal so sagen. Und demnach kann man doch auch jetzt mal so ein Dach nehmen. Genau. Also, so ein anderes Dach, sag ich mal. Also das, was wir jetzt gerade bauen, halt. Was laber ich eigentlich schon wieder für eine Scheiße? Also manchmal. Manchmal ist es echt schlimm. Ich weiß. So, die Schicht hätten wir auch. Das ist doch mal sehr schön. Also im Vergleichsweise zu Staffel 1 machen wir das Dach hier echt sehr spät. Wenn ich ehrlich bin. So. Schaufel ist schon schnell, merkt man. Auf jeden Fall. Oh. Die Erde braucht die Schaufel bloß anzugucken und zerfällt sie schon freiwillig einfach. Also, man merkt Efficiency 5 auf jeden Fall. Obwohl Efficiency 4 auf einer Schaufel bei Erde auch nicht ohne ist. Also, Efficiency 4 macht sich auch schon bemerkbar. Aber Efficiency 5 ist natürlich. Beste vom Besten, sag ich mal. Das ist natürlich perfekt. Ist klar. Gut, ich bräuchte mal so einen Punkt, wo man dann runtergehen kann noch. Lass mal hier gucken oder so. Dann basteln wir mal hier ein bisschen Erde hin gleich. Aber einfach so ein Punkt, dass man runterkommen kann irgendwie. Das wäre jetzt schon gut. Gut, wir können auch gerne noch ein zweites Mal gehen, kein Problem. Alles klar, dann machen wir hier noch. Und den Sandstone machen wir natürlich wieder hin, ist klar. Jetzt dürfen wir die Erde wieder ein höher setzen. Und nehmen erstmal bis München. Einfach weil wir es können, so. Jetzt habe ich es gegeben. Da ist kalt.
Erde. So. Ja, los. Jetzt. So und. Ja, so. Ich will immer sehr schnell sein, aber meistens gelingt das nicht so sehr gut. So. Und so, genau. Und dann bauen wir da die nächste Schicht drauf. Ja. Oh, wir sind bei 25 Minuten. Kann das sein? Ja, kann sein. Ich muss den Cut noch mit einplanen. Das war echt schon bei 25 Minuten. Also. Die Folge geht schon recht schnell vorbei, muss man mal so sagen. Also wenn man es tun hat, dann ist alle Achtung. Was das angeht hier. So. Mit O. Den bringe ich auch öfters, kann das sein? So ein bisschen, ja. Ist das schon möglich, dass ich den öfters bringe? Zack. Genau. Zack, 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 zack. Hier kommt der wieder hin. Dann machen wir so noch. Und dann haben wir wieder eine Runde. Ja, das Dach macht sich langsam tatsächlich. So. So. Oh, Efficiency 5. Ist mal wieder ordentlich zu Gange hier. Huch. Genau. Perfekt. Um es eigentlich richtig schön zu machen, müssen wir natürlich noch von innen dann auch irgendwie noch Treppen machen. Aber das machen wir, wenn wir außen fertig sind, würde ich sagen. Ja. Aber es wird langsam. Eine Schicht machen wir, glaube ich, noch. Die schaffen wir noch. Aber dann ist die Folge auch vorbei. Dann wird es auch bald schwierig mit Erde setzen, wenn ich ehrlich bin. Also, dann müssen wir aber wohl auch wieder von oben machen. Das wird dann wieder anstrengend. Erde. So. Huch. Dann einmal hier ran. Schlafen gehen können wir auch gleich noch. Machen wir noch schnell, dann bauen wir noch einmal die Ebene, machen die Erde weg. Und dann ist die Folge vorbei. Oh, ernsthaft? Es ist doch Nacht. Komm schon. Jetzt hat die Sonne berührt, also können wir pennen gehen. Alles klar. Gut, dann gehen wir wieder hoch, machen das noch schnell und dann haben wir es, denke ich. So, 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 so. Aber wir haben schon gut was geschafft, finde ich. Also, man kann schon erkennen, dass es ein Dach wird, sagen wir mal so. So weit sind wir auf jeden Fall schon mal gekommen. Ich weiß nicht, ob wir es nächste Folge schaffen, keine Ahnung. Vielleicht werden wir auch noch die Folge danach brauchen dafür. Ganz einfach. Also gut. Wir wollen es von innen natürlich auch noch schön haben. Also werden wir auf jeden Fall noch die Folge nachbrauchen. Mal gucken, wie lange wir einfach brauchen. Ich habe mich übrigens in der letzten Folge so ein bisschen vertan wegen der Folge. Ich habe das nicht immer wirklich auf dem Schirm, sag ich mal, welche Folge wir haben. Das liegt einfach daran, dass ich einfach
random aufnehme und dann sage, das ist die Folge unterm Strich. Also ich gucke nicht vorher, welche Folge ich jetzt aufnehme und mach die, sondern ich nehme einfach YOLO auf und ja, so nach dem Motto, wird schon quasi. Ja, deswegen bin ich nicht immer auf dem Schirm, welche Folge ich jetzt genau aufnehme. Also das ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Gerade wenn man so ein Projekt hat, wo man schon bei 100 Schlag mich tot Folgen ist, sag ich mal, dann verliert man da auch einfach die Übersicht. Also gut, also wenn ich zum Beispiel sage, ich nehme jetzt Treason auf, dann weiß ich, denke ich, welche Folgen ich mache, zumindest noch ist das relativ überschaubar bei 3 Folgen. Also wenn ich da wieder aufnehme, weiß ich, ich nehme die 4. Folge auf. Noch weiß ich's. Irgendwann ist das natürlich auch weg. Aber bei auch Projekte wie GTM, Clouds, Server Player weiß ich eigentlich grundsätzlich nicht, welche Folge, also welche Folgennummer das jetzt ist. Sag ich mal. Gut. Aber das wollte ich einfach nur gesagt haben. Wir sind ja, also jetzt müssten wir Folge 189 aufnehmen. Oder 188, ich weiß jetzt gar nicht. Nee, 188 nehmen wir jetzt auf. Ich habe das letzte Mal gesagt 190. Nee. Quatsch. Ach, ich halte einfach meine Fresse. Ist, glaube ich, alle für alle besser, wenn ich meine Fresse halte. Ja. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.